wollte kurz vorstellen, was wir denn heute in dieser Working Out Loud Session realisieren und durchführen wollen. Der Gedanke ist, mal live vorzustellen, wie so eine Wissensmanagement-IT-Strategie in einem Unternehmen entstehen könnte oder sollte und was aus IT-Sicht bei so einer Strategie an sich alles beachtet werden müsste. Bei der Strategie ist es so, dass ich jetzt sage, das ist erstmal die Wunschvorstellung. Das ist die Strategie, wo wir auf der grünen Wiese beginnen können. Erstmal das zur Verfügung stehende Budget außer Acht lassen und sagen, in Ordnung, so wäre da würde unsere Lösung im Endeffekt im Idealfall aussehen, sodass ich dann im realen Leben weiß, wo möchte ich eigentlich hin und wo mache ich aus welchen Gründen Abstriche. Also ich würde jetzt umschalten auf die Moderation. Also ich nehme ein ganz normales Whiteboard, präsentiere dann die Entwicklung praktisch dieser Strategie live. Es geht darum, wie entwickle ich so eine Wissensmanagement-Strategie für mein Unternehmen. Wenn ich sagen kann, ich kann auf der grünen Wiese anfangen und entscheide erst in einer weiteren Stufe, welche Entwicklungsschritte oder welche Kompromisse ich eingehen möchte. Aus Sicht von der IT, wenn ich von Wissen oder Informationen spreche, kann man erstmal ganz abstrakt sagen, dass sämtliches Wissen, was ich habe, egal ob jetzt oder Informationen, egal ob das jetzt eine Zahl ist oder ob das ein komplettes Dokument ist mit Metadaten, mit einem Autor, mit der entsprechenden Erstellungsdatum und so weiter. Ich kann also sagen, das ist so ein bisschen ein Wissensobjekt. Ein Wissensobjekt wäre für mich zum Beispiel auch ein Kurs. So, das heißt, ich beginne aus IT-Sicht, dass ich Wissensobjekte habe. Und da wir jetzt schon festgestellt haben, wir haben entweder eine Zahl oder man hat komplexe Dokumente, Kurse, Videos oder ähnliches, haben diese Wissensobjekte mit Sicherheit Eigenschaften. Was müsste ich rings um die Wissensobjekte jetzt noch an grundlegenden Punkten beachten? Das wären zum ersten, habe ich natürlich an beliebige IT-Objekte immer bestimmte IT-Kriterien, die erfüllt werden müssen, die ich abdecken muss. Also sowas wie Backup-Fähigkeit, Sicherheit, ich muss es verwalten können, ich muss es performant zur Verfügung stellen. Solche Sachen sind dort geplant. Das nächste, wir haben ja gesagt, die Wissensobjekte, gibt es zum Beispiel sowas wie eine Zahl, es gibt ein Dokument, es könnte einen Kontakt geben, es könnte ein Forum geben, Chatbeitrag und ähnliches. Also habe ich bestimmte Art von Wissensobjekten. Man kann auch sagen, das sind die unterschiedlichen Wissenstypen, die ich verwalten muss. Also, das nächste Thema, das kennt jeder selber, wenn ich eine IT-Strategie habe, wenn ich meine Objekte verwalten muss, wenn ich meine Anwendung verwalten muss, muss ich mir Gedanken machen über das Thema Plattformen. Das Einfachste sind jetzt zum Beispiel sowas wie das Betriebssystem, wo man jetzt sagen kann, entscheidet man sich für eine Linux-Strategie, für eine Windows-Strategie, für eine Unix-Strategie oder für eine Cloud-Strategie, wo man einen Cloud-Dienst nutzt. Das ist also das Thema Plattform. Und was ich natürlich überall brauche, wenn ich Arbeit leisten muss, muss ich mir Gedanken machen, wer macht das Ganze, also welches Personal benötige ich und welche dann natürlich daraus später was extern und was intern benötigt wird. Gut, fangen wir als erstes jetzt mal mit den an. Was für typische Eigenschaften könnten solche Wissensobjekte haben? Das ist, jeder kennt das aus IT-Sicht, hat man es natürlich so gerne, wie man das auch vom Personalausweis kennt. Am liebsten hat man es, dass jedes Wissensobjekt eine eindeutige ID hat. Eine eindeutige Kennung wie eine URL von einer Website, sodass ich also IT-mäßig dieses Wissensobjekt immer wieder erkennen kann. Das heißt auch, wenn es mal kopiert worden ist, wenn es dupliziert worden ist, solange das dasselbe Objekt sein sollte, sollte es dieselbe Nummer haben, weil dann, wenn ich es erkennen kann automatisch, kann ich es auch automatisch bearbeiten. Deswegen ist so eine ID immer sehr wünschenswert. Das nächste ist, wenn ich so ein Wissensobjekt habe, dann hat es natürlich bestimmte Wissenstypen. Aber wenn man jetzt sagt, eine Zahl ist eine Zahl,
Bei einem Dokument hatte ich vorhin schon was erwähnt, da gibt es Metadaten dafür, da gibt es einen Autor dafür, da gibt es das Erstellungsdatum, da gibt es den eigentlichen Text, Video oder Bild dafür. Das heißt, das bezeichnet man immer als Komponenten. Das sind als Komponenten unsere Wissensobjekte. Wenn man jetzt an internationale Unternehmen denkt oder an Globalisierung, haben Komponenten natürlich noch verschiedene Eigenschaften. Weil was ganz offensichtlich ist beim internationalen zum Beispiel, ist eine Komponente sprachabhängig, ist sie nicht sprachabhängig. Eine Nummer, eine ID, eine Zahl und so weiter ist offensichtlich sprachunabhängig. Sprachunabhängig wäre zum Beispiel auch eine Position, eine GPS-Position oder ähnliches. Habe ich allerdings eine Komponente, die da Überschrift heißt, die da Text heißt, dann ist es ziemlich klar, die könnte sprachabhängig sein. Was hat das für einen Vorteil, wenn ich mit Wissensobjekten arbeite, die zum Beispiel so Eigenschaften haben können wie sprachabhängige Komponenten? Das hängt wieder damit zusammen, wie will ich später mit diesen Wissensobjekten umgehen. Möchte ich jetzt zum Beispiel von dieser Produktbeschreibung, die Beschreibung in verschiedenen Sprachen da haben, die Überschriften in verschiedenen Sprachen da haben, dann kann ich das entweder als verschiedene Dokumente anlegen, dann kann ich sie aber auch sehr schwerer einheitlich managen, weil ich muss die verschiedenen Dokumente in Beziehung setzen. Habe ich allerdings in einem Objekt, in einem Wissensobjekt die Möglichkeit, Komponenten sprachabhängig zu machen, dann heißt es, diese Überschrift gibt es rein technisch nicht nur einmal als Textfeld, sondern dieses Textfeld Überschrift gibt es für jede Sprache, die ich unterstützen möchte davon. Und damit kann ich natürlich sowas erkennen wie, ist irgendwas nachzuübersetzen? Ist zum Beispiel die deutsche Sprache, deutsche Überschrift aktueller als die englische, die chinesische, die italienische Überschrift? Und dann kriege ich praktisch die verschiedenen Sprachübersetzungen mit in dieses Objekt rein. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, ob eine Komponente sprachabhängig ist. Es kann aber auch sein, dass ich jetzt sage, ich habe solche Komponenten, die zum Beispiel die Eigenschaft haben, eine Position oder Zeit zu sein oder ähnliches. Das hängt damit zusammen, dass ich, wenn ich später mal intelligent mit solchen Objekten umgehen möchte, ich sagen kann, okay, welche Objekte befinden sich an bestimmten Positionen oder in einem bestimmten Umkreis. Also ich ich war jetzt gerade bei den Themen Position gewesen und Zeit gewesen. Das also solche Eigenschaften wie Position, Zeit, das kann auch noch Datum sein, also Zeit, Datum gleichgesetzt, sodass ich also Wissensobjekte zum Beispiel globalen Positionen oder Orten zuordnen kann oder einer Zeit zuordnen. Ich kann dann also sagen, welches Wissen habe ich zum Beispiel zu einer Position, ganz unabhängig davon, ob das jetzt eine Produktbeschreibung ist oder eine Karte von italienischen Restaurants oder das, was es dort zu essen gibt. Das heißt, um sowas zu entscheiden zu können, muss ich solche Positionen wirklich erkennen können als Beschreibung von Wissensobjekten. Wäre jedenfalls schön, wenn ich das hätte. So, das soll erstmal zum Thema Eigenschaften alles gewesen sein. Was sind jetzt typische Wissenstypen? Da wird das vielleicht ein bisschen spannender für uns auch als Anwender. Wissenstypen ist das, was Sie jetzt als Anwender immer so im Kopf haben. Das sind zum Beispiel solche Dinge wie E-Mails. Also wir haben überall irgendwo E-Mail-Postfächer, die wir zusammenführen. Das könnte sein, ein typisches Wissenstyp sind Kontakte. Ne? Jeder kennt Kontakte und Profilinformationen, die an verschiedener Stelle vorkommen. So, das sind aber auch solche Sachen wie Termine. Das kennt auch noch jeder aus der Gruppe. Notizen zum Beispiel. Falls ich da was vergesse, kann man das doch einfach mit reinblenden. Das Typische sind Aufgaben, mit denen viele in ihren Unternehmen als Informations- und Wissenstypen zu tun haben. Wir haben Dokumente, Diskussionsforen zum Beispiel, also Forum. Die Live-Variante, die wir auch hier verwenden, ist zum Beispiel Chat, was ja auch im Unternehmen eine Rolle spielen kann. Wir haben das, was man, das schreibe ich immer gleich, das Blog oder HTML. Also wenn wir HTML-Texte auch hier als Wissensobjekte im Unternehmen unterstützen wollen. Dann gibt es noch als Sonderversion von den Blogs die Microblogs. Das ist das, was also jetzt jeder quasi von Twitter her, also Twitter als Lösung dazu im Kopf hat.
Wenn man jetzt im Bereich E-Learning arbeitet, hat Blogs, hat Tests, man hat E-Learning-Kurse oder sowas, dann hat man entsprechende Lerninhalte. Ich meine jetzt hier in dem Fall spezielle E-Learning-Lerninhalte. Ein Lerninhalt kann natürlich auch ein Blogtext sein, aber wenn ich jetzt an Tests denke oder an die typischen Kursinformationen, die ablaufen, wo Lernfortschritte festgestellt werden, dann hat man halt diese Lerninhalte, was es auch häufig gibt. Und was man betrachten muss, ist sowas wie Formulare. Die sind technisch etwas anders zu behandhaben als Dokumente, ne? Weil ich erstmal die Formulare als Dokument als solches habe und die aber weitere Informationen für andere Quellen für mich hier sammeln und mit einsetzen. Dann gibt es logischerweise das war jetzt praktisch, ich sage mal, das ist das, was die Büroleute benötigen, was natürlich in der Produktion interessant ist, sind die gesamten Prozess- und Produktionsplanungssysteme und vor allen Dingen auch die richtigen Produktionsdaten. Also ich nenne das mal als Prozess. So. Das ist also praktisch das, was aus dem Produktionssystem, in diesem Fall, was aus dem Produktionssystem kommt. Also weniger das Prozessmanagement, sondern das einmal erwähnen, was meist unternehmensspezifisch davon ist, was dort entsprechend hergestellt wird und was aus den eigentlichen Produktionsabläufen stammt. Was ich vergessen habe noch, ist der gesamte Medienbereich, Mediendokumente. Und natürlich, was für die Suchen interessant ist und für die Zuordnung immer separat meist gepflegt wird, sind sowas wie Ontologien oder vorher waren das die typischen Thesauri. Das sind also praktisch bei Ontologien einfach, kann man sich das vorstellen, das trifft zwar nicht ganz so genau als Schlagwortbaum, aber Ontologien sind mehr als hierarchische Schlagworte, weil sie auch Beziehungen der Objekte untereinander abbilden. Aber in der einfachen Form kann man sich auch als eine Art Thesaurus ansehen. Also praktisch Fremdwörterbuch, also die Suche dann auch erklärt, dass wenn ich nach einem Wort suche, ich natürlich auch Suchergebnisse bekomme, wo dieses Wort selber nicht drin vorkommt, allerdings die gleichwertigen Begriffe aus dem Thesaurus. Das ist relativ wichtig für die Suche. Und jetzt mit semantischen Netzen ist statt dem Thesaurus die Anwendung von Ontologien für mein Unternehmen sinnvoll. Was wir eigentlich wollen als Anwender sind unsere eigentlichen Anwendungen. Jetzt wird das Ganze vielleicht etwas klarer. Eine dieser Anwendungen zum Beispiel könnte sein, meine Yellow Pages. Oder man kann auch sagen, heutzutage wird das oft auch als My Page oder ähnliches abgebildet. Das heißt, das ist das, wo die Profile zum Beispiel von Mitarbeitern gepflegt werden, ihre Tätigkeiten, ihre Stärken, ihre Kompetenzen und so weiter. Und jetzt ist, oder ein anderes System ist zum Beispiel die Groupware. Die kennt jeder, wohl entweder von Dirk, seinem, ja? eine Frage. Mit Anwendung meinst du IT-Systeme? Du meinst jetzt nicht Anwendung im Sinne Nutzung, sondern tatsächlich IT-Systeme, oder? Also Ich meine jetzt, Applikationen. IT-Systeme dazu. Okay. Das heißt, bei der Groupware wird es am deutlichsten. Jeder hat wohl in seinem Unternehmen, wenn es ein bisschen größer ist, irgendeine Groupware-Anwendung. Entweder die Microsoft Exchange-Plattform und die hier oder einen Lotus Notes oder ähnliches. Oder jetzt wird zum Beispiel, wenn man es auf Collaboration aufdenkt, wäre das das SharePoint zum Beispiel. Das ist also jetzt noch unabhängig vom Produkt. Was ich hier zeigen möchte ist, wenn wir jetzt so ein Yellow Pages haben, dann sind das die privaten Seiten der Leute, die pflegen also der Mitarbeiter, die pflegen also ihre Kontakte, ihre Informationen, ihre Kompetenzen selber. Das heißt, Yellow Pages hat was, oder die My Page hat was mit Kontakte zu tun. In der Groupware, wenn ich meine E-Mails auswähle, wenn ich meine Termine verwalte und zum Beispiel meine Notizen und Aufgaben verwalte und das dort kann, habe ich ebenfalls Kontakte enthalten. Wenn ich mit Leuten zusammenarbeite in Projekten und Teams, also in diesen entsprechenden Kollaborationssystemen, in den Projekträumen, brauche ich ebenfalls wieder Kontaktinformationen. Wir werden dann noch sehen, wenn wir noch bei weiteren Anwendungen runtergehen, ist genau diese Vielfachverwendung, zum Beispiel von Kontakten, von Terminen, von Notizen, von Aufgaben, von Dokumenten, jeder kennt das, ist dort gegeben. Also in ganz vielen
meisten Anwendungen, die heute üblich sind, ist irgendwo die Login- und Kontaktinformationen drin. Und ganz häufig habe ich da noch sowas wie E-Mail-Benachrichtigungen und ähnliche Dinge enthalten oder kann Dokumente anfügen und weiteres. Das heißt, diese verschiedenen Wissenstypen tauchen Unternehmen in vielen Anwendungen immer wieder auf. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ich als ITler möchte, ist, dass natürlich, wenn ich Kontaktinformationen, zum Beispiel meine Adresse pflege, ich die nicht an 5 Stellen im Unternehmen parallel pflegen möchte und jedes dann im anderen Aktualitätsgrad habe, sondern ich möchte möglichst, dass Kontakte nur an einer Stelle im Unternehmen gepflegt werden, in einem System. Und dann natürlich jede Änderung dieser Kontakte möglichst in den anderen Konstanten aktuell gehalten wird. Außerdem versuche ich möglichst diese Doppelung, dass viele von diesen Wissenstypen x-fach in verschiedenen Anwendungen vorkommen, das möglichst zu reduzieren. Das hat auch den Vorteil, wenn ich jetzt Kontaktinformationen zum Beispiel von meiner Gruppe in mein ERP-System oder CRM-System übertragen möchte, dann habe ich, wenn ich die Kontakte zentral verwalte als Wissensobjekte, habe ich ganz einfach die Möglichkeit, zum Beispiel aus dieser Groupware über meine zentralen Kontakte das abzugleichen mit meinem Customer Relation Management, also mit meinem Kundenbindungssystem. Also, natürlich könnte das auch passieren, indem ich zum Beispiel die Groupware aus der Groupware, wenn ich sage, hier werden meine Kontaktinformationen gepflegt, wenn ich hier direkt eine Schnittstelle zum CRM baue. Und das kann ich natürlich auch machen, wenn ich eine Direktschnittstelle zum ERP baue oder zur Kollaboration. Das heißt aber, wenn ich Schnittstellen immer von einem System zum anderen baue, ne, weil es gebraucht wird, dann ist das eine quadratische Funktion quasi. 5 mal 5 Systeme heißt 25 Schnittstellen, wenn die alle miteinander abgeglichen werden sollen. Dagegen, wenn ich sage, okay, ich habe in meinem Unternehmen Kontakte definiert einmal, was die maximale Anzahl an Komponenten der Kontakte, die aus dem System auftreten, enthält, dann habe ich praktisch nur 2 Schnittstellen. Das ist von der Groupware zu meinen zentralen Kontakten und von den Kontakten zum CRM. Und jedes weitere System, was Kontakte mit betrachtet in meinem Unternehmen, braucht bloß diese Schnittstelle zu meiner Kontaktstruktur da zu haben, sodass ich praktisch in der Lage bin, dass jetzt mit der Anzahl der Systeme plus 1 Schnittstellen zentral im Unternehmen zu steuern und zu managen. Deswegen aus dem Grund ist es wichtig, dass ich sage, okay, welche Wissenstypen gibt es in meinem Unternehmen, die in den verschiedenen Anwendungen x-mal auftauchen und wie sind diese Wissenstypen bei mir fürs Unternehmen definiert. Das ergibt sich auch teilweise, welche Komponenten ich in den einzelnen Systemen brauche. Ich habe noch mal eine Frage. Kleinteilig bist du, wenn du diese Anwendungen, also die IT-Systeme aufschreibst? Ne? Du hast jetzt Yellow Pages aufgeschrieben, aber auch Collaboration. Wenn ich jetzt an SharePoint denke, könnte ja sein, dass Yellow Pages eine Funktion ist im SharePoint. Würdest du dann es nicht so getrennt aufschreiben? Also du schreibst nur dann separat auf, wenn es auch ein eigenes System ist. Na, bei der Stufe war ich noch nicht. Jetzt komme ich hier zu den Produkten. Ne? Ich hoffe, man sieht das noch. Und hier würde jetzt zum Beispiel ein SharePoint auftauchen. Ja, ich hoffe, man sieht es noch. Also das ist SharePoint jetzt hier. Ich kürze nochmal mit SP ab. So, und jetzt kann man natürlich sagen, wenn man jetzt im Unternehmen das SharePoint einsetzt, ne, und löst das praktisch einen Großteil damit ab, dann kann man jetzt die Yellow Pages, man kann die Groupware, man kann das Collaboration und man kann jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt, ich sag mal, so ein Wissensmanagement-System, was ein Wiki sein könnte, ne? Ich schreibe erstmal das als Wissensmanagement-System, weil das auch eine Wissensdatenbank sein könnte, eine alte Anwendung, dann könnte die zum Beispiel über die Wiki-Funktionen, die auch im SharePoint sind, hier auch mit abgebildet sein. Das heißt, ich hätte in meinem Unternehmen dann dieses SharePoint für diese typischen Anwendungen. Ich kann aber auch in meinem Unternehmen, wenn ich kein SharePoint zum Einsatz habe oder Einzelsysteme habe, gibt es halt ein Produkt, was hier drüben steht. Also hier drüben stehen dann solche Dinge wie, was weiß ich, mein WordPress. Falls ich WordPress als Content Management, also als Web Content Management einsetze, da würde ein SAP stehen. Wenn ich das als
entsprechend als ERP-System einsetze und so weiter. Das lasse ich jetzt mal bloß als Beispiel stehen. Was ich noch auch vervollständigen wollte, war die Liste der typischen Anwendungen, die ich im Unternehmen häufigerweise hier brauche. Auf die einzelnen Produkte wollte ich jetzt bloß mal als Beispiel eingehen, weil das ist das, was ich dann wirklich als für die Nutzer einsetze. Und ich nutze das SharePoint, um zum Beispiel meine Yellow Pages, meine Kollaboration, meine Groupware und mein Wissensmanagementsystem und Ähnliches abzubilden. Das heißt, ich habe im Idealfall hier möglichst wenig Produkte stehen, die dann hier alle notwendigen Anwendungen, die ich für mein Unternehmen brauche, abdecken. Na, je weniger das sind, desto besser im Endeffekt. Aber abbilden will ich diese Anwendung und ich möchte aus IT-Sicht Kontakte möglichst an einer Stelle den Änderungsprozess haben, also das Anlegen, Schreiben, Ändern, und von dort sollen dann alle Systeme konsistent gehalten werden, die diese Kontaktinformationen brauchen und vor allen Dingen nur den Teil der Kontakte, die dort abgebildet sind. Ist das damit deutlich geworden? So. Mhm. Eventuell, wo die Teilnehmer jetzt nochmal mitdenken können, ist, ob hier zum Beispiel noch was Wichtiges einfällt, was sie aus ihren Unternehmen kennen, oder wenn ich jetzt hier die Liste vervollständigt habe, ob da noch was Wichtiges fehlt, weil das wäre schon ganz schön, wenn wir das relativ vollständig bekommen, damit jeder auch eine Erinnerung hat in dieser Tabelle, was denn so alles für Systeme betroffen sein könnten. Also was hier noch fehlt, ist zum Beispiel, das ist mir jetzt bei einem WordPress aufgefallen, ist, dass Content Management System oder das Enterprise Content Management System. Das ist praktisch das typische System, was man nutzt, um seine Webseiten, seine Webinhalte zu pflegen. Im allereinfachsten Fall könnte das ein Wiki sein, es könnte aber ein WordPress sein, es kann aber auch komplexere Lösungen sein. ERP, CRM habe ich. Was ganz wichtig ist, was viele noch haben, was typische Wissensmanagementsysteme auch sind die Helpdesk Systeme oder auch. Wo hast du denn das Dokumentenmanagement, also die schlichte Ablage? Das Dokumentenmanagement, das kommt noch, also DMS und Dokumentation. Das ist also entweder die Ablage bei Dokumenten, ne, also wenn es noch ein Filesystem ist, oder das spezielle Dokumentenmanagementsystem, wenn ich jetzt eine spezielle Verwaltung dafür habe. Ich habe auch diese typischen Messenger-Systeme. Wie ist es denn, hattest du das bei diesem Process BP drin, also so dieses Thema Messdaten, Labordaten, also Rohdaten im Prinzip, die aus irgendwelchen Messgeräten oder Ähnlichem kommen? Ich hatte jetzt noch die Idee gehabt, dort bei den Anwendungen hier das Prozessmanagement mit reinzuschreiben, dann hier die Business-Applikation, die Rohdaten kommen dann typischerweise aus den Business-Applikationen. Und ich habe das Social Intranet, und aus der Business-Applikation kommen dann die typischen BI-Anwendungen, also die Business Intelligence, das sind die Data Warehouses und Ähnliches, die das mit reinnehmen. Ich habe extra, weil jetzt das relativ viel Bedeutung hat und auch technisch ein paar Unterschiede bringt, dieses Social Intranet als eine der neuen Entwicklungen. Dann haben wir das Prozessmanagement und wir haben die Business-Applikation, die in jedem Unternehmen anders sind. Also da würdest du jetzt hin, ich habe ja viele Kunden aus dem Pharmaumfeld, da fällt viel an Labordaten, also die von irgendwelchen Messgeräten abfallen und die dann eben als Rohdaten auch, also die dürfen nicht weiterverarbeitet werden in der Business-Applikation, sondern auch die Rohdaten an sich müssen aufbewahrt werden. Das wäre wahrscheinlich einfach Datenmanagement, vermute ich mal. Ne? Ja, genau. Das heißt, aus diesem Prozessbereich, Prozessdaten, kriege ich dann die unternehmensspezifischen Dinge. Deswegen macht es keinen Sinn, hier mit dem Detail aufzulisten, weil das je nach Branche und direkten Unternehmen ist, das ist das, was wirklich sehr unternehmensspezifisch ist. Und das kommt aus den Business-Applikationen. Und verarbeiten tue ich das Ganze dann heutzutage bei diesem Big Data, in diesem Business Intelligence, wie schreibt man das Big Data mit hin, Data-Analyse und die entsprechenden Entscheidungen, das ist praktisch das, wo ich jetzt sage, diese Daten, die ich gesammelt habe, die werden darüber entsprechend ausgewertet. Halt der typische strategischen ja, Enterprise-Cockpits und Ähnliches, auch fürs Management. Was hier bei einer Anwendung jetzt noch fehlt, das Letzte, ist ein bisschen eng geworden, wo baue ich das denn hier hin?
ist das, ich schreibe es mal hier das, irgendwo dazwischen, ist dieses Enterprise Search. Das ist die, sind die Anwendungen heute für die gesamte Unternehmenssuche, die praktisch die Aufgabe haben, aus fast allen dieser verschiedenen Wissenstypen entsprechend Suchergebnisse zur Verfügung zu stellen, wenn da irgendeine Information im Unternehmen gesucht wird. Also die verbinden sowohl die verschiedenen Datenbanken als auch die Wikis, Blogs, Dokumentenablagen, aber im Idealfall auch Diskussionen in Foren, in Chatsystemen, Microblogs und Ähnlichem, um die Informationen zu finden, die entsprechend gebraucht werden. Gut, das ist jetzt die. Gibt es dazu jetzt erstmal noch grundlegende Fragen? Also Produkte wollte ich nicht weiter in die Tiefe gehen, weil da gibt es natürlich auch Dutzende verschiedene. Ich denke mal, das SharePoint, WordPress, SAP, man kann vielleicht das Outlook nehmen oder ähnliches. Das sind gute Beispiele dafür, was hier gemeint ist. Das ist das, wo ich dann praktisch mich entscheide, mit welchem Produkt decke ich welche dieser typischen Komponenten ab. Fehlt hier noch jemandem was Wichtiges hier in dem Bereich oder in diesem Bereich? Das würde ich noch ergänzen, wenn da ein Tipp kommt. So. Wenn nicht, dann würde ich erstmal auf der linken Seite weitermachen. Das ist jetzt, das ist Anwendersicht, ne? Das kann ich jetzt auf einem PC abbilden und hier das für mich persönlich, privat, im persönlichen Wissensmanagement auch umsetzen. Was jetzt für ein Unternehmen noch spannend ist, ist der ganze Reihe der IT-Kriterien. Und das ist das, was man also als Anwender häufig ein bisschen aus der Sicht verliert. Das erste ist für solche Dinge wie Authentisierung. Also wie kriege ich für verschiedene Wissenstypen mit, ob eine Person überhaupt was mit diesen Informationen zu tun hat, ob das ein Mitarbeiter vom Unternehmen ist, ein Kunde oder ähnliches. Also die Authentisierung ist erstmal festzustellen, welche Person ist das überhaupt? Ist das die richtige Person? Das ist das, was man typischerweise mit Username, Passwort verbindet. Das nächste ist, welche Rechte sollen denn auf den Inhalten verwaltet werden? Das ist jetzt, sollen zum Beispiel bestimmte Abteilungen, bestimmte Personen auf bestimmte Dokumente zugreifen können oder auf ganze Anwendungen und Ähnliches. Wie läuft also die Rechteverwaltung ab? Und dort möchte ich natürlich aus IT-Sicht möglichst auch ein einheitliches System, was möglichst nicht bei jedem meiner Anwendungen und jedem meiner Produkte komplett unterschiedlich funktioniert und wo ich überall separat die Rechte pflegen muss. Die nächste wichtige Frage ist aus IT-Sicht natürlich immer Backup. Wie kann ich praktisch diese Informationen sicher backuppen und zurückspielen, wenn Sachen gebraucht werden? Und der häufigste Fall zur Nutzung von dem Backup ist ja nicht, dass irgendwas abgestürzt ist, sondern dass ein Nutzer versehentlich was gelöscht hat und es gerne zurückhaben möchte, sodass ich also auch möglichst ein vernünftiges Vorgehen brauche, aus dem Backup einzelne Dokumente oder einzelne Informationen zurückzuspielen. Das nächste, wenn man an größere Unternehmen denkt, mit mehreren Standorten oder mit mehreren Filialen oder auch nur mit mehreren Rechnern, weil einer nicht mehr ausreicht, ist das Thema Replikation. Wie kann ich zum Beispiel dazu sicherstellen, dass mein SharePoint in China genau dieselben Informationen hat wie mein SharePoint in Deutschland, wenn es denn Sinn macht, das komplett separat zu halten, weil zum Beispiel die Bandbreiten dazwischen zu gering sind. Aber das kann auch sein, wenn ich mehrere SharePoint-Server brauche, wie halte ich diese SharePoint-Server auf dem gleichen Stand, weil vielleicht ein Rechner nicht mehr ausreicht, um alle Mitarbeiter zu bedienen. Das nächste Thema ist die Sicherheit. Also wie sicher kann ich diese Informationen machen gegen einen insgesamt unbekannten Zugriff? Darauf gehe ich dir gleich nachher noch ein bisschen weiter ein, weil das Thema Sicherheit spaltet sich nochmal auf in sowas wie Verschlüsselung, Zugriffsschutz oder die Vertraulichkeit, wo wir auch eine Session dazu hatten. Also dass die Vertraulichkeit auch sowas wie, was sind öffentliche Informationen, was ist vertraulich, was streng vertraulich und ähnliches, gehört auch zum Thema Sicherheit mit dazu. Was ein ganz wichtiges Problem ist, wenn die Unternehmen, dann ist das Thema Skalierung. Das ist jetzt der Punkt, beantwortet dieses System auch noch in einem Bruchteil von einer Sekunde, wenn 1000 Nutzer darauf zugreifen, wenn es das bei 100 ganz gut getan hat. Also häufig werden IT-Abteilungen Lösungen vorgeschlagen, die auf einem Einzelrechner oder einer Abteilung in einer Gruppe von 10 Leuten gut funktionieren. Und dann kommt die Frage, warum kann ich nicht im Konzern einsetzen, wenn 1000 Leute darauf zugreifen? Das hängt damit zusammen, dass die Systeme überhaupt skalierungsfähig sein müssen. Zur Skalierung gehört dann natürlich auch
Das klingt erstmal sehr ähnlich, ist aber technisch ein unterschiedliches Problem. Die Performance, also wie schnell muss ein System reagieren und passt das System für die Anforderungen. Ein ganz, ganz wichtiges Kriterium ist die Pflege von Inhalten. Also wie werden Inhalte angelegt, geändert, gelöscht und so weiter, wie wird der Lifecycle verwaltet, ist eine Versionskontrolle notwendig, um die auf frühere Version zurückzukommen. Das nächste Kriterium hängt ganz stark mit den sprachabhängigen Komponenten zusammen. Wie manage ich in dem System zum Beispiel Übersetzung, wenn sowas erforderlich ist? Also zu erkennen, wo was wann wie nachübersetzt werden muss, was schon übersetzt ist und was aktuell ist und welcher Status erreicht ist, ist ein spannendes Thema bei internationalen Systemen. Was auch ein weiterer wichtiger Punkt ist, ist das Thema Verfügbarkeit. Das ist natürlich auch was anderes als Skalierung, Performance, Verfügbarkeit ist, dass es erreichbar ist, möglichst nicht ausfällt für eine Stunde, zwei Stunden, nicht für ein Backup, wenn das denn erforderlich ist. Also wie verfügbar ist es, auch wenn irgendwas Unvorhergesehenes passieren würde. Hier wollte ich auf ein paar Punkte nochmal genauer eingehen. Was verbirgt sich jetzt zum Beispiel auch hier wieder anwendungsseitig seitens der IT? Natürlich hat die IT auch hierfür ebenso Anwendung, wie wir als Anwender hier Anwendung haben. Typische Anwendung für die IT, für die Verwendung der Authentisierung und der Rechte, was man haben möchte, ist das sogenannte Single Sign-On. Oder ein Produkt, hier könnte LDAP sein, das heißt, das kriege ich hier jetzt auf der Fläche nicht mehr in den Bildschirm rein, aber so wie es hier Produkte gibt für die Anwender, gibt es hier dann auch die entsprechenden Produkte für die IT-Abteilung, womit die verschiedenen Anwendungen abgedeckt werden. Und Single Sign-On ist zum Beispiel eine typische Anwendung, die ich dafür nehmen kann, ist es LDAP. Single Sign-On ist eins der Sachen, die für die IT relativ wichtig sind. Das heißt nämlich, ich kann die Zugriffe, also die Authentisierung der Nutzer und die Rechte, was sie in welchen Applikationen haben, irgendwo zentral steuern. Im Idealfall wähle ich hier in meinem Single Sign-On-System die Anwendung SharePoint aus und klicke an, was meine Anwender oder eine Anklick nicht, normalerweise muss ich noch Skripte laufen lassen, dass es automatisch geht. Und da setze ich ein, was welche Anwender in welchen dieser Anwendungen hier dürfen. Deswegen legen IT-Abteilungen in der Regel einen großen Wert drauf, vor allem wenn das Unternehmen größer ist, dass diese Produkte, die hier eingesetzt werden, Single Sign-On fähig sind, dass ich also sowohl die Rechte als auch die Authentisierungsverwaltung hier in diesem zentralen System durchführen kann. Wichtig ist, sich über solche Dinge wie Replikation nochmal Gedanken zu machen, wenn das Unternehmen mehr als einen Standort hat. Replikation ist nämlich die entscheidende Frage, wie kann ich replizieren? Das erste ist also, habe ich nur mehrere Server in einem Rechenzentrum, die mit einer Hochleistungsverbindung verbunden sind, die Bruchteile von Millisekunden braucht, um zu reagieren, oder habe ich mehrere Standorte. Wenn ich mehrere Standorte habe, gibt es jetzt zwei Fragen. Wie ist die Netzwerkverbindung und wie ist die Verfügbarkeit dieser Verbindung? Das hat bei der Replikation Einfluss darauf, ob ich für welche Strategie ich mich entscheiden kann. Kann ich eine synchrone oder eine asynchrone Replikation durchführen? Was ist der Unterschied? Das wollte ich noch kurz erklären. Synchron würde jetzt bedeuten, ich ändere meine Kontaktinformation, meine Adresse in dem grundlegenden System oder im SharePoint zum Beispiel in Deutschland und ich würde jetzt erst die Bestätigung kriegen, Ihr Kontakt ist geändert, wenn der Kontakt auch komplett in China, in USA und in Mexiko geändert ist. Das heißt, das System wartet so lange, bis alle Systeme ebenfalls synchron geändert worden sind und gibt dann erst die Erfolgsinformationen zurück. Und wenn nicht, würde die Änderung jetzt nicht möglich sein. Das heißt, für eine synchrone Replikation, wenn die Systeme weit auseinanderstehen, sind extrem hohe technische Anforderungen erforderlich. Deswegen in vielen, wenn sie nicht im Serverraum direkt nebeneinander stehen, die Systeme, kommt halt die asynchrone Replikation in Frage. Asynchron heißt, zum Beispiel der Kontakt wird im SharePoint in Deutschland geändert.
das System ändert, das im Deutschland-System merkt sich das aber, dass diese Änderung jetzt in die anderen Systeme übertragen und geändert werden und übertragen werden muss und versucht das im Hintergrund, das im Nachhinein zu realisieren. Jetzt ist auch wichtig, warum IT-Abteilungen darauf tendieren, dass all diese Wissenstypen möglichst an einem System, in dem führenden System geändert werden und diese Änderungen über alle anderen Systeme verteilt werden. Weil was könnte passieren, wenn ich denselben Kontakt jetzt zur nahezu selben Zeit bei einer asynchronen Replikation in China ändere und in Deutschland ändere, dann liegt praktisch auf beiden Systemen eine geänderte Version und ich kann teilweise überhaupt nicht mehr automatisch feststellen, welche Version soll denn gelten und welche soll nicht gelten, wenn die Änderungen nicht gleich sind. Das tritt natürlich nicht auf, wenn jeder dieser Wissenstypen oder Informationstypen nur an einer Stelle zu ändern ist, dann habe ich diese Konfliktfreiheit. Weil solche Konflikte sind tatsächlich teilweise nur manuell zu beheben und den Aufwand rauszukriegen, was die aktuelle Version ist. Und das in einem Großkonzern kann sich vorstellen, ist kein brauchbarer Ansatz. Das nächste ist das Thema, was ich bei mir aufspalten wollte, nochmal die Sicherheit. Sicherheit klingt erstmal so, natürlich soll das IT-System sicher sein. Was verbirgt sich aber im Detail dahinter? Das eine war das, ich nenne das immer, wer darf was. Das ist das, was ich jetzt im Unternehmen erstmal grundsätzlich als die Vertraulichkeitsstufen festlege. Das sind solche Dinge wie Public, also zum Beispiel für alle, oder Confidential und die ganzen Stufen dazwischen oder danach. Das ist also etwas, was rein logisch meine verschiedenen Vertraulichkeitsstufen sind. Das nächste, was bei der Sicherheit eine Rolle spielt, ist der Zugriffsschutz. Dass hier hinter verbergen sich all diese Dinger, die wir kennen mit Firewalls und Ähnlichem und auch dem Schutz vor Viren und anderen Sachen, dass kein Unbefugter jetzt darauf zugreifen kann, auf unsere Systeme, in unsere Systeme, da drauf kommt. Die letzte Stufe ist das Thema Verschlüsselung. Das ist nun wieder was anderes. Hier geht es darum, wie übertrage ich Informationen oder speichere ich Informationen so, dass nur die befugten Personen entsprechend diese Sachen lesen können. Beim Zugriffsschutz geht es hauptsächlich darum, den eigentlichen Zugriff auf die Daten entsprechend zu verhindern, entweder unsere Systeme, unser Rechenzentrum, unser Server, unsere Anwendung. Und bei der Verschlüsselung werden tatsächlich die Daten als solche verschlüsselt, so dass jemand, selbst wenn er unbefugt Zugriff darauf hat, möglichst die Inhalte nicht lesen kann. Und Verschlüsselung gibt es halt die eine Stufe, die ist auf dem Transport. Das ist das, was viele jetzt zum Beispiel kennen, auch im Internet. Wenn man sobald HTTPS auftaucht in der URL, dann heißt das, dieses HTML-Dokument ist vom Webserver bis auf Ihren Rechner oder Ihr Smartphone oder Mobilgerät entsprechend verschlüsselt, aber bloß am Transport auf dem Übertragungsweg. Die zweite ist also auch im Speicher. Und das ist etwas, was es relativ selten gibt. Das wäre jetzt, wenn zum Beispiel bei Ihrem Cloud-Dienst und Ähnlichem die Daten auch auf diesem entsprechenden Speicherbereich verschlüsselt liegen und bloß bei Ihnen entschlüsselt werden. Diese Verschlüsselung auf dem Speicher hat auch ein paar Nachteile. Es hat zwar den Vorteil, es gibt keinen sinnvollen Zugriffsschutz dafür, aber im Idealfall weiß nicht mal Ihr Admin das Passwort dazu oder diesen Zugriffsschlüssel, wenn der verloren gegangen ist, weil der darf es ja auch nicht lesen können, weil wenn der es lesen kann, können es vielleicht auch andere machen. Das heißt, Verschlüsselung im Speicher bedeutet auch immer, man muss sich Gedanken machen, dass man möglichst den Schlüssel nicht komplett verliert und hat, weil sonst die Daten auch für einen selber verloren sein können. Deswegen ist das gar nicht so ein triviales Problem, selbst wenn es technisch geht. Bei der Pflege, hatte ich schon gesagt, sind die wichtigen Kriterien, die IT-Sicht interessiert, ist, gibt es Versionen? Muss ich also mitpflegen können, was war die vorhergehende Version von dem Video, von dem Text, von dieser Ziffer? Oder brauche ich die vorhergehenden Versionen nicht und muss es im Notfall aus dem Backup einspielen? Also jeder kennt die Versionsverwaltung von Wiki-Systemen, wo es zum Beispiel standardmäßig drin ist. Aber viele andere Systeme haben das eben nicht. Und gerade bei Videos ist es auch eine Frage der Datenmenge zum Beispiel. Das nächste ist die Frage bei der Pflege nach dem Lifecycle dieser Information.
Das heißt, welchen Lebenszyklus soll eine Information haben? Hat es zum Beispiel ein Datum, wann es veraltet, wann es wieder überprüft werden muss? Wie gehe ich damit um? Weil ja Informationen, gerade wenn wir an Wissen denken, auch eine Veralterung unterliegt und damit inaktiv und unaktuell wird, dann ist die Frage, wie mache ich das Ganze? Wie handle ich das? Was soll da die IT unterstützen? Und das, was jeder wohl automatisch mit Pflege verbindet, sind diese drei Dinge: anlegen, bearbeiten und löschen. Rein IT-technisch und in der Ausprägung haben alle drei Sachen unterschiedliche Anforderungen. Auch hier ist jetzt wieder die Frage, wenn jetzt jemanden aufhält in der Runde, ob wir hier aus IT-Sicht bei den IT-Kriterien was vergessen haben, dann würde ich das gerne noch ergänzen, weil die Idee ist, dass das relativ vollständig umgesetzt und realisiert wird. Damit man das einfach auch als Mindmap mitnehmen kann, was so die Punkte sind, die man bei so einer IT-Strategie wirklich beachten sollte. Also mir ist relativ wichtig, dass dieser Teil hier und dieser Teil bis Anwendung recht vollständig ist, während das natürlich unternehmensspezifisch ist, also auch die Anwendung hier und deswegen für die eigene Strategie durchaus weniger eine Rolle spielt. Würdest du denn so ein Thema sehen wie das Lizenzmodell oder ähnliches? Das stimmt. Also Lizenzmodell können wir hier mit aufnehmen, weil das natürlich mit einem Entscheidungskriterium ist. Das ist ein guter Hinweis. Weil das ist natürlich auch noch eine Frage, wie wird lizenziert insgesamt, also welche Kosten kommen auf mich zu. Und das kann natürlich, da gibt es relativ viele, eine große Variablenvielfalt, die da möglich ist. Und dann reden IT-Leute doch immer von der Zukunftssicherheit der Technologie. Na gut, der Technologie kommt ein bisschen vor jetzt bei den Plattformen hier unten. Okay. Da wollte ich nochmal drauf gehen. Da gibt es nämlich auch drei grundlegende Bereiche, die sich deutlich unterscheiden. Das ist als erstes mal die sogenannten Server-Themen. Das ist also das, was auf den Servern, in den Rechenzentren und so weiter läuft. Das nächste ist die Client-Systeme. Das sind also die Rechner, die jeder bei sich auf dem Schreibtisch stehen hat, die er mit sich trägt oder seine Mobiltelefone, Smart-Anwendungen und ähnliches. Also alle Client-Systeme, mit denen ich jetzt praktisch meine Anwendung nutze, die zum Beispiel auf dem Server laufen. Und dann gibt es den ganz großen Bereich, den kennen viele als die Cloud-Dienste. Das ist der Bereich Software as a Service. Und hier unterscheide ich jetzt manchmal, obwohl das auch nicht ganz hundertprozentig korrekt ist, in solche Dinge wie Cloud und Webservice. Cloud ist in der Hinsicht so gemeint, dass die gesamte Anwendung, also inklusive meist des Benutzerinterfaces, so wie man das bei Facebook oder ähnlichem kennt, in der Cloud läuft. Das heißt, ich verwende die ganze Anwendung übers Internet, auch von der Benutzerführung her, während ein Webservice eigentlich auch ein Cloud-Dienst ist, aber auf der Sicht der IT-Anwendung. Das heißt, das könnte zum Beispiel sein, ich führe für mich bestimmte Big Data-Analysen durch und ich bekomme jetzt hier von diesem Big Data-Analyse-Service meine Ergebnisse zurück. Und diese Ergebnisse nutze ich jetzt in meiner Anwendung, um den Nutzer das einem entsprechenden Client zu zeigen. Das heißt, Webservice sind also kleine Programme, die IT-Dienstleistungen im Internet für mich abnehmen. Aber als Nutzer habe ich darauf meist keinen persönlichen Zugriff, also es gibt kein Benutzerinterface für Menschen, sondern es gibt nur eine entsprechende Zugriffsschnittstelle, so eine Webservice-Schnittstelle, wo meine Softwareanwendungen direkt darauf zugreifen können. Die können also praktisch Rechendienste, solche Dienste im Netz auslagern und durchführen. Deswegen unterscheide ich da dazwischen. Bei Server ist jetzt noch das Entscheidende, ist das ein interner oder ein externer Server? Das ist vielleicht auch nicht ganz klar. Intern ist jetzt praktisch was in einem eigenen Rechenzentrum, um das Ding müsste ich mich kümmern. Extern heißt, das ist in einem externen Rechenzentrum, da nutze ich bloß die Kapazitäten mit, es kümmert sich aber um diesen Server, das ist der externe Dienstleister. Das heißt, hier brauche ich bei extern brauche ich die Kompetenz nicht unbedingt im eigenen Haus. Intern bedeutet für mich immer, ich brauche die Kompetenz im eigenen Haus. Und da muss ich mich jetzt entscheiden, welche Strategien verfolge ich. Das eine ist typischerweise das Betriebssystem. Also welche Betriebssystemplattform möchte ich
gerne bei mir im Einsatz haben. Ich schreibe mal bloß das Beispiel Windows, Linux, Unix, sowas in der Art. Also ich entscheide mich für das Betriebssystem. Das nächste Wichtige, wozu ich mich häufigerweise entscheiden muss, ist meine Datenbankplattform. Ich schreibe mal bloß hier Oracle als Beispiele. Das sind jetzt tatsächlich Produkte. Oder MySQL, also das komplette Gegenteil dazu. Oh, und ich entscheide mich für meine sogenannten Frameworks, meine Anwendungsframeworks. Also Frameworks ist jetzt sowas gemeint, worauf ich zum Beispiel meine verschiedenen Anwendungen laufen lasse, die kommunizieren lasse. Das ist G2EE, das wäre zum Beispiel Java. Ich kann aber, als eine Java-Plattform, ich kann aber auch verschiedene Application-Frameworks in meinem Unternehmen verfolgen. Und dann würde ich natürlich meine Anwendungssoftware bei den Produkten passend dafür aussuchen. Und da ist also klar, wenn ich mich für eine Windows-Strategie entschieden habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, SharePoint einzusetzen, deutlich höher, als wenn ich eine Linux-Unix-Strategie habe, wo ich dann vielleicht hier ein IBM Connections oder ähnliches einsetze. Also das heißt, wenn ich interne Server habe, habe ich mich für eine Betriebssystemstrategie entschieden und danach entscheiden sich dann auch häufig, welche Anwendungen auf dieser Seite für mich sinnvoll sind. Warum das keinen Sinn macht, hier extrem viel verschiedene Mischungen zu haben, auch verschiedenste Datenbanken und so weiter, verschiedene Frameworks intern, hängt eigentlich mit dem Thema hier oben Personal zusammen. Ich habe also auch bei dem Personal wieder das Thema intern und extern. Extern sind in dem Fall die Dienstleister und intern, das sind die ich wirklich bezahlen muss, die schulen muss, die ich weiterentwickeln kann. Extern hat den Vorteil, ich kann eigentlich im Idealfall, wenn ich es gut ausgewählt habe, vom Markt die Profile auswählen und kaufe die dazu. Und wenn ich eben ein anderes Kompetenzprofil brauche, kann ich das am Markt dazu kaufen und eventuell auch schneller wieder wechseln. Bei internen Mitarbeitern muss ich mir natürlich langfristig Gedanken machen, wie groß soll meine IT-Abteilung sein und welche Kompetenzen brauche ich dazu. Also ich muss wissen, welche Profile müssen meine Mitarbeiter in der IT-Abteilung haben, welche Maßnahmen der Personalentwicklung brauche ich, also wo sollen die sich entsprechend hinentwickeln und vor allen Dingen, welche Anzahl von Mitarbeitern brauche ich. So, und es ist natürlich in jedem Unternehmen komplett klar, ich versuche diese Anzahl dieser internen Mitarbeiter möglichst gering zu halten und natürlich idealerweise auch eine überschaubare Zahl von externen Mitarbeitern dahin zu bekommen, also natürlich den Personaleinsatz für die IT nicht auswuchern zu lassen, sondern da eine optimale Zahl. Und da ist natürlich logisch, ich schreibe mal auch bei den kleinen Systemen jetzt mal bloß als Beispiel Windows hin und mein dicken Android, wenn ich mich natürlich in den kleinen Systemen im Unternehmen auch auf Windows und Android Mobiltelefone spezialisiert habe und nur diese beiden unterstütze. Hier gesagt habe, ich nehme zum Beispiel eine Windows-Plattform, entscheide mich in dem Fall nicht für Oracle, nicht für MySQL, sondern für den Microsoft SQL Server, dass ich dann auf dieser einheitlichen Plattform, wenn meine Anwendungen darauf alle abgebildet sind mit dem SharePoint, natürlich nur, also hauptsächlich Personal brauche, welches sich mit der Windows hier Serverplattform und der Umgebung auskennt. Und natürlich dann auch dem entsprechenden Autorisierung sein On-System. Das heißt, ich habe bloß eine Maschine, die ich mit Mitarbeitern abdecken kann, wo ich dann noch sagen kann, ich habe 2, 3, 4 Leute, die ich damit auskennen und nicht bloß einen Einzelnen. Das ist also der Wunsch, den ich als IT hier in dem Fall verfolgen würde. Gut, das waren jetzt für mich die wichtigsten Dinge, die ich jetzt erstmal in diese Grundstrategie reinnehmen wollte und jetzt nochmal für Fragen offen stehen würde. Gibt's jetzt noch Fragen, Hinweise, Kommentare dazu? Wenn nicht, dann würde ich jetzt... Dirk, vielleicht ganz kurz. Ja? Wann ist jetzt der Zeitpunkt, zu dem du so etwas im Unternehmen machst? Also das ist ja sehr umfangreich, wenn es jetzt, also in Anführungszeichen, nur darum geht, eine Tool-Entscheidung in einem begrenzten Umfeld zu treffen, oder? Da geht es doch schon darum, dass ich meine gesamte IT-Architektur mal strategisch auf den Prüfstand stelle, oder sehe ich das jetzt falsch? Das ist der Punkt. Zu irgendeinem Zeitpunkt sollte eine IT-Abteilung optimalerweise diese Seite der Strategie für sich festgelegt haben. Und
möglichst auch schon einen Teil hier bis zu diesen Wissenstypen, weil ein Teil dieser Anwendung gibt es schon. Das heißt, das wäre jetzt das Ziel, wo man denn hin möchte. Eventuell man ist schon dort oder man möchte langfristig in 5 bis 15 Jahren dorthin. Das heißt, hier gibt es quasi noch, im Idealfall sollte das jede IT haben. Hat sie jetzt erstmal nicht. Also jedenfalls der linke Teil, den hat. Diese Betrachtung mit den Knowledge Objects, der ist meistens, der kommt neu. Jetzt mit vor allen Dingen vielen Intranet-Applikationen, vielen Social-Intranet-Dingen oder Web-Sachen, dass ich mir Gedanken machen kann, wie arbeite ich mit den Wissenstypen, weil immer mehr Systeme kommen hin, die gleiche Komponenten, gleiche Bausteine enthalten und plötzlich Daten miteinander abgleichen müssen. Das ist der Punkt für die rechte Seite, mir Gedanken zu machen. So, jetzt, wenn ich auf der grünen Wiese beginnen würde, hätte ich mir das Gesamtsystem gemacht und würde jetzt die Produkte danach auswählen. Wenn ich dieses Bild habe, dann ist das zum einen entweder das, was ich aufbauen will oder wo ich langfristig hin möchte. Zu welchem Betriebssystemplattform möchte ich, welche Datenbankensysteme möchte ich in Zukunft haben, welche Client-Systeme. Und da mache ich mir natürlich bei der Entscheidung jetzt auch Gedanken, was wird wohl nachhaltig sein, was wird langfristig zur Verfügung stehen. Das können auch jetzt solche Kriterien sein, dass ich habe einen tollen Dienstleister, der kennt sich vielleicht mit Linux optimal aus, ne? Und kennt sich mit MySQL optimal aus. Also macht vielleicht für mich, weil ich ein kleineres Unternehmen habe und keine, für nicht ganz wenige interne IT-Mitarbeiter haben möchte, Sinn, langfristige Zusammenarbeit mit dem Dienstleister anzustreben, mich also für so eine Strategie zu entscheiden. Ich kann jetzt dann auch entscheiden, hier in diesem Fall, mein Unternehmen hat wenige vertrauliche Daten. Ich bin ein relativ kleines Unternehmen im vergleichbaren Marktumfeld und wenn mir meine Daten verloren kommen und geklaut werden und ähnlichen, dann ist das nicht so wichtig. Dafür kann ich mir auch eine teure IT nicht leisten. Also ist meine Strategie zum Beispiel komplett auf Cloud-Dienste zu gehen oder möglichst viel auf Cloud-Dienste zu gehen und damit einfach die Anwendung nutzen zu können, ohne mich viel um IT kümmern zu müssen. Das heißt, wenn ich diese Strategie, dieses Bild habe, kann ich jetzt nicht sagen, ich treffe die Entscheidung aus den Gründen. Und ich kann bei jeder Entscheidung jetzt gucken, wie viel von diesen Anforderungen, die hier da sind, werden davon abgedeckt. Das ist natürlich, wäre jetzt natürlich das alles optimal umzusetzen, ist praktisch so eine Vision, so ein Traum, wirklich so ein Ziel, wo ich langfristig vielleicht mal hinkomme, was ich aber in der realen IT niemals erreiche. Aber ich weiß, wie groß ist mein Kompromiss, wie groß ist meine Abweichung von meinem Idealbild, wenn ich mich jetzt hier zum Beispiel für ein SAP-System entscheide, welche Konsequenzen hat das da drauf? Und mit diesem im Hintergrund kann ich natürlich viel besser die verschiedenen Anwendungen auswählen. Also das Idealfall ist, ich hab sowas schon in der IT. Na, wenn ich über ein Wiki diskutiere, kann ich dann sagen, passt ein Media-Wiki für mich besser oder das Wiki aus dem SharePoint. Und das Wiki ist für mich der Grund, jetzt das SharePoint einzuführen, weil potenziell muss ich mein Outlook, meinen Exchange-Server und ähnliches austauschen. Also das heißt, Groupware wird sich in Richtung Kollaboration bei mir entwickeln. Und da ist der Wiki der Grund, das SharePoint einzuführen. Das könnte zum Beispiel so ein Ansatzpunkt sein. Ich sage, ich führe so ein Media-Wiki ein und stehe dann damit wieder mit einer Insellösung, die man mit dieser Stufe, ich führe meine Kollaborationsplattform ein, wieder als extra Insel daneben steht. Das ist der Punkt. Also normalerweise wäre es gut, wenn eine IT-Abteilung so eine Strategie, so ein Bild hat, wo all diese Punkte mal angesprochen und mit berücksichtigt sind. So, wo ich dann bewusst davon abweiche, mein Ideal wünschen. Ich meine, was mir gerade auch einfällt, ist, relativ viele meiner Kunden melden zurück, dass gerade im Hinblick auf Wissensmanagement die Landschaft zu heterogen ist. Also die Mitarbeiter klagen ganz oft, dass es zu viele Möglichkeiten gibt, Daten abzulegen, zu viele Suchmöglichkeiten. Das heißt, das könnte ja auch hier jetzt mal unabhängig von der IT-Strategie eine gute Übung sein, zu sagen, lasst uns mal die Wissenstypen erfassen, lasst uns mal die Anwendungsfälle erfassen und dann mal die ganzen Systeme, die wir im Unternehmen haben, um zu gucken, wo wir tatsächlich Dinge doppelt und dreifach vielleicht tun. Ja, genau, das kann ich hier ideal daraus erkennen. Das ist nämlich der Punkt. Es gibt ganz häufig Überschneidungen dazu. Also nicht bloß, dass diese Wissenstypen x-fach verwendet werden, sondern dass auch diese Anwendung
Bereiche für überschneidende Sachen genutzt werden. Also wirklich, wo die Nutzer wirklich völlig unklar sind, muss ich das jetzt im SharePoint pflegen oder muss ich das in meinem Helpdesk-System pflegen? Und was passiert mit dem Fall, den ich im Helpdesk gelöst habe? Das ist jetzt mein neues Wissen. Das müsste eigentlich ja ins Wiki rein zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das fällt natürlich bei dieser Analyse hier auf der rechten Seite auf. Man sieht die Überschneidung und man kann sich jetzt überlegen, welche Überschneidung will man in Zukunft in welche Richtung auflösen. Das passiert meist natürlich nicht von heute auf morgen, aber dann hat man dieses Bild und sagt, in Ordnung, das sind unsere Überschneidungen heute. Die Systeme werden praktisch in Bereichen fürs Gleiche eingesetzt, aber langfristig wollen wir halt das SharePoint für die Aufgabe haben, das Helpdesk-System für die Aufgabe und das Dokumentensystem für die Aufgabe und teilweise eingebunden in das SharePoint, damit wir nicht Dokumente hier pflegen und Dokumente im SharePoint pflegen und keiner weiß, wo welche findet. Genau so. Gut, gibt es noch weitere Fragen, Hinweise? Ich werde auf jeden Fall von dieser Mindmap ein Foto mit reinsetzen, sodass man das Ganze scharf sieht. Bei mir ist es deutlich schärfer zu sehen als auf dem Bildschirm, sodass man dann als Erinnerung das Foto verwenden kann und jetzt nicht die Live-Aufzeichnung. Gibt es noch Fragen, Hinweise? Ja, das war ein ziemlicher Fortschritt, Dirk, aber super spannend. Also vielen Dank, ja, wenn du es nochmal hochlädst und eben auch nochmal als Foto, wo man sich wirklich in Ruhe angucken kann. Es war also wirklich der Gedanke, das mal hier mit entstehen, erleben zu lassen, obwohl es natürlich eine ziemliche IT-Sicht ist, also für die meisten Anwender nie in der Umsetzung eine Rolle spielt, sondern wahrscheinlich eher im Verständnis dafür, wie eine IT-Abteilung entscheiden müsste. Und damit ein bisschen das Gefühl kriegt, warum die nicht immer gleich Hurra schreien, wenn man sagt, wir wollen hier ein Wiki einsetzen. Also, ich bedanke mich für alle, die mit dabei gewesen sind, so kurzfristig vor allen Dingen, weil es war ja sehr kurzfristig die Einladung. Also, vielen Dank. Danke dir, schönen Tag an alle noch.